Ein fremder Planet. Eine Gruppe Jedi-Ritter folgt einem verdächtigen Signal und trifft in den dunklen Wäldern auf den Sith-Schüler Darth Maul. Auch die neueste inoffizielle Episode der Star Wars-Saga spielt vor langer, langer Zeit in einer weit entfernten Galaxie. Gedreht wurde sie aber in den letzten 2 Jahren in der Eifel. Und das sind die Macher. Sean Bu und Vidan Tran. Statt Hollywood und Neuseeland, Köln und die Eifel. Statt Millionenbudget und Special-Effekt-Studio, Handkasse und Leidenschaft für die Science-Fiction-Saga schlechthin. Star Wars ist halt wirklich so meine Hauptinspiration gewesen, mich fürs Filmemachen zu interessieren. Schon in der Grundschule hat mich Star Wars begeistert, diese Filme. Und vor allem die Frage, wie machen die das? Wie machen die diese Kreaturen und Raumschiffe und Planeten und Welten und sowas? Inzwischen kann er es selbst. Das beweist Darth Maul The Apprentice. Es ist ein Fanfilm, ja, aber in einer Qualität, die dem Original sehr nahe kommt. Vor allem, was die Kampfszenen angeht. Die hat Vidan Tran choreografiert. Ich komme ja aus dem Martial Arts Bereich, also Kampfsportbereich. Und uns war es halt wichtig, einen neuen Film zu kreieren, neue Ideen zu ausprobieren, entwickeln und die Leute zu entertainen. Und das Ganze für gerade mal gut 20.000 Euro. Nur möglich, weil Crew, Schauspieler, Stuntmen und Postproduktion größtenteils unentgeltlich gearbeitet haben. Sean Bu finanzierte seinen Traum selbst. Einen geplanten Crowdfunding-Aufruf brach er ab, aus Angst, dass ihm die Star-Wars-Rechteinhaber den Film kurzerhand verbieten könnten. Und da war mir das dann zu groß, das Risiko, dass sie es vielleicht sogar schon einstampfen, bevor das Projekt fertig ist. Und dann habe ich halt mich dazu entschieden, quasi einen sauren Apfel zu beißen, selbst zu finanzieren, dadurch aber auch komplett unterm Radar zu bleiben, bis der Film fertig ist. Und niemand bemerkte den heimlichen Star-Wars-Dreh. Dennoch stand das Projekt in der rund 2-jährigen Produktionsphase mehrmals auf der Kippe. Vor allem wegen des unberechenbaren Wetters in der Eifel. Im ersten 2 Blöcken war es wirklich hart. Nicht nur für die Crew oder die ganzen Leute reinzuholen oder die Kosten, sondern vor allem auch, weil das Wetter oder halt die Natur nochmal gegen uns gespielt haben. Und das war halt echt hart. Und das war für ihn auch wirklich sau hart. Auch oft hat er auch Gedanken gespielt, ey, es geht nicht, wir müssen abbrechen. Also komplett. Doch sie haben der dunklen Versuchung, einfach abzubrechen, widerstanden. Und so wurde aus einer Low-Budget-Idee ein Mammutprojekt für das Team aus 70 Freiwilligen. Vor allem bei der Animation der Lichtschwerter. In der Post-Production muss man halt trotzdem noch mal digital diesen Effekt drauf machen, dass sie so richtig leuchten wie in den Filmen. Und das ist an sich nicht so kompliziert. Das Problem ist nur, dass du wirklich jedes Einzelbild bearbeiten musst. Also du setzt dann Masken immer über diese Klingen und Bild für Bild für Bild. Und du hast ja bei 25 Bildern pro Sekunde, also hier sind Tausende, Zehntausende, ich weiß gar nicht, ob man sogar Hunderttausende so sagen kann, von Bildern, die halt bearbeitet werden müssen. Der Aufwand hat sich gelohnt. Darth Maul The Apprentice ist eine, wenn auch inoffizielle, würdige Kurzepisode, die sich kein Star Wars-Fan entgehen lassen sollte. Auch die Talentscouts aus Hollywood haben schon in Köln angerufen. Die Macht ist stark in diesen beiden jungen Filmemachern.